vielleicht. Bei mir war echt gerade wirklich Hochwasser. Also hättet ihr jetzt kein Taubsi gehabt zum Schluss, wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge mit richtiger ROM der Pokémon Platin Randomizer Race Nuzlocke. Das hast du schön gesagt, Tim. Hast du jetzt die richtige ROM geladen? Ja, Mann. Gut, das freut mich. Mich auch. Aber warum muss ich mich jetzt mit dem Plüssel auseinandersetzen? Gar kein Bock. Warte mal, wir können uns ja hier auf diesem Grasfeld mit Honig auch einen Encounter holen. Auf dem Grasfeld nicht, an dem Baum. Du musst den Honig an den Baum schieben. Ja, Flower, meine ich ja, Flower Aroma, das meine ich doch. Wir haben 10 Honig. Oh, aber nothing is there. So, Tim. Thema der Woche. Kommt kein Pokémon vom Baum. Scheiße. Egal. Dann hole ich mir den Counter auf Route 205. Ich meine, Valley Windworks. Reu dich, Alter. Mein Encounter ist ein Ladian. Hast du doch lieber das Bam in ihm genommen, ne? Ja. Hätte ich eben einfach meine Schnauze gehalten, gefangen und ich gedacht, ach, da ist mir aber aufgefallen, ja, die Bombe. Ja, ich muss gegen ein Lucario kämpfen. Ja, das ist, das ist doof. Ja, finde ich auch. Tim. Ja. Habt ihr schon mal in eurem Creamy Monte-Eis gemacht? Monte-Eis noch nicht, wollte ich auch schon machen. Aber was wir schon gemacht haben, ist Milch mit hier Spekulatius-Creme, hier mit dieser Lotus-Creme. Und dann noch hinterher Lotus-Kekse rein. Das war schon echt geil. Ja gut, das brauche ich nicht. Ich habe so Spekulatius-Süßungszeug ohne Zucker. Schmeckt ja genauso. Da habe ich jetzt ins Äpfel reingeschmissen und dann Spekulatius noch mit rein. Das war auch geil. Stimmt, die Chunky-Flavors. Ja. Die kann man ja auch, boah, mega. Dann geh oben Eis machen, ich würde auch eins nehmen. Nein, ich bin hier mit, nein, der Andrew hat da kein Verständnis für, weil selbst im Stream geht nämlich auch immer die, Marina und macht, Eis und stellt dem André das hin. Sei mal ein bisschen wie Marina. Für Aufnahmepausen habe ich kein Verständnis. Bitte froh, dass du nicht mehr rauchen gehst zwischendrin. Ja, ne? So, und jetzt fliegt auch direkt Mund hier wieder raus, weil Ladian einfach Level 11 ist. Kann ich jetzt gut gebrauchen. Ich sehe, du machst einen Ladian-Run. Ja.
Auf jeden Fall. Das Einzige, was mich bei dem Creamy aktuell noch ein bisschen stört, ist, dass wir noch ewig warten müssen. Also, es ist ewig schon so 2-3 Monate, bis es da neue Behälter gibt. Ja, gut, das ist halt bei dem normalen Creamy schon gut gewesen, dass es die gibt, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Becher. So, ich hole mir jetzt meinen Account auf 205. Du meinst am Windkraftwerk? Ja. Es ist ein Saganabüs. Nice. Naja, geht so. Ja, genau. Du paralysierst mich direkt. Na, und ich bin natürlich auch direkt geparat. So eine Scheiße. Ja, Full Para, nice. Das kann man direkt gebrauchen. Also meine Polion und mein Gewaltrufer, dann spielt immer cool, die haben beide Kraftreserve Eis. Schön für dich. Ja. Gehe ich auf Sleep Powder? Ne, ich gehe erstmal auf Verwurzler. Erstmal auf Verwurzler. Dann auf Sleep Powder, dann auf Wachstum und dann knalle ich das Pachirisu mit Tangela weg. Das einzige Gute an dem Race ist, dass wir uns am Ende nicht einigen müssen, was wir in die Liga mitnehmen. Mhm. Das Schlechte daran ist, wenn es irgendjemand verkackt, verkackt er selbst. Man kann das nicht auf den anderen schieben. Ja, das stimmt. Ja, endlich. So. Gehe ich zweimal auf Wachstum. Dann wird das hier weggeknallt, das Pachirisu. Ja, natürlich schläft das nur eine Runde. Ja, wie soll es auch anders sein? Ich bin gefullparat. Ich schlafe immer 3 Runden. Aber das Drecksvieh wacht nach einer Runde auf. Ja, lieben wir. Lieben wir. Bist du gerade im Kraftwerk drin? Ja. Okay. Ich auch. Ah, ich habe wieder aufgeholt, Trainer. Ne? Lustigerweise. Ja, Digga, wie gesagt, den Checkpoint gebe ich auch, den, also wie gesagt, den zweiten Orden gebe ich jetzt schon ab. Ha, ich wechsle gleich einfach Banet in die Geduld rein. Und zwar jetzt. Nicht, dass ich noch was verliere. Na, Medusa can't be switched out. Jawohl, mein Tangela wird jetzt auch sterben, wahrscheinlich. Oh, warte mal, nee, Sleep Powder. Ja, ist Storing Energy. Und die Attacke misst natürlich. Unleashed Energy. Ah, nee, das macht nicht mal 50%. Ja, wenn man den auch nicht angreift, wenn der irgendwie Geduld nimmt, ne, dann macht er halt nicht so viel Schaden. Ja. Ach, Diggi, warum kommen wir jetzt in Arbok, wenn ich gerade auf meinen Gewaltruf auswechsle, ey?
Das verstehe ich nicht. Was soll das? Ich verstehe hier so einiges nicht. Ich bin jetzt auch gefullparat. Genau. Ist paralyzed and can't move. So, endlich fertig. Flareon. Oh nein, meine Cam ist stehen geblieben. Was soll das? Camlink. Ja, was soll das? Was ist da los? Frech. Was ist sonst noch los beim Stream? Nee, ich gehe vorsichtshalber noch mal heilen. Ich habe keinen Bock auf so ein Stuff. Huch. Ich werde jetzt wahrscheinlich nach jedem Kampf heilen gehen. Ja, mache ich auch gerade. Das ist aber auch eher so die Safety-Methode, weil... Ja. You never know. Wie gesagt, dadurch, dass du... du hast jetzt, wie ich jetzt beim letzten Checkpoint hatte, halt easy peasy, ne? Ja, moin, mir steht ein Logok entgegen. Aber das ist nicht schlimm. Ich hab ja eine Wasser-Pokémon. Irgendwie schon schade. Ich hätte gerne Panfano mit Tangulos und mit Cetrakin gesehen. Ich auch. Alter, also es ist super effektiv und macht null Schaden. Ich seh paar, ey. So, da klatschen wir jetzt auch was um hier. Leafeon! Nicht gut. Aber die Katze, EP schmecken. Katze gibt meinen Stuhl frei. Wenn der noch frei ist, kann ich mich in der nächsten Folge hinsetzen. Oh, und es lernt Aquaknarre. Das ist gut. The Move Spite. Was ist Spite? Du, ich hab keine Ahnung. The Usula Loss, it's Grouch and the Move last used by the firm. Ach, Groll. Groll. Opius. Ja, wechseln wir nochmal in Gary rein. Wollen wir damit hochziehen. Ja komm, dem Razor Leaf durfte nicht so viel Schaden machen. Jetzt Wachstum ein. Ja, raus. Ich muss hier raus. Ja, weil der hat
Ja, der geht jetzt weiter auf Wachstum und ich hoffe, der hat nur Pflanzenattacken, weil ich jetzt, ich gehe jetzt halt auf meine ekelhafte Stall Engine. Das ist mir, ja, Rasierblatt, genau. Das ist gut. Weil das macht halt trotz auf plus 2 Tangela 0. Ich bin schon schön auf den Verwurzler gegangen. Jetzt auf Sleep Powder. Ja, nice. Ich muss gerade meinen Sandarmer sterben lassen, damit ich das für die Puppe wegkriege, ne? Kannst du niemandem erzählen. Scheiße, Alter. Wobei ich es jetzt noch feiern würde, wenn Dingens Egelsamen kriegen würde. Angela. Muss ich gleich mal gucken, wann das lernt. Oh shit, Alter. Oh mein Gott, zum Glück hatte ich bloß einen Taubsi, ey, leck mich am Arsch. Okay, und wegen Verwurzler kann ich nicht rauswechseln. Das wird ein ekelhaftes Match. Weil gefühlt mache ich dem auch nur ein KP Schaden. Nicht jetzt rauswechseln, weil ich wieder voll bin. Nee. Ja, dann gehe ich auch mal ein bisschen auf auf Wachstum, dass ich 2 Schaden mache. Leute, wir haben einfach mehr Glück als Verstand hier. Was? Ja. Kann sein, dass dieses Tropius mein Endgegner wird. Zumindest für einige meiner... weil mein Tangela ist auch tot. Es hat die ganze Zeit nichts gezeigt hier. Ich denke mal, das wird jetzt irgendwie Windhose oder sowas gewesen sein. Die ganze Zeit nicht gezeigt, ne? Und dann ist es auf plus 4 oder so und öllert da so eine Scheiße raus. Ja, Tim, schade, ne? Ich bin gerade leicht demotiviert. Warum das denn? Ich weiß nicht. Das kriegen wir schon wieder rein. Wie ist das eigentlich, wenn einer komplett down geht? Was passiert dann? Hat der andere automatisch gewonnen? Und dann ist die Nacht noch vorbei, oder was? Spielt der andere weiter, so weiter kommt und der andere darf rumpimmeln und machen, was er will. Ach gut, du hast dich auf deinen Stuhl gesetzt. Danke. Nett von dir, Katze. Damit will ich mich gerade noch nicht auseinandersetzen, weil ich jetzt erstmal vorm Kraftwerk trainieren werde. Komme ich hier schon durch? Ich gehe mal zum Baum zurück. Vielleicht kriege ich jetzt vom Baum noch ein Pokémon. So. Müssen wir jetzt halt Traumato mitnehmen. Ist halt jetzt so. Gibt Schlimmeres. Was ist bei dir gestorben? Sein Daumen musst du sterben lassen. Ja, weil du sagst, mehr Glück als Verstand, dachte ich, dass vielleicht... Bei mir war echt gerade wirklich Hochwasser. Also hättet ihr jetzt kein Taubsi gehabt zum Schluss, wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen.
Wie gesagt, also Tropius war jetzt nicht so die Ultra-Gefahr, aber Gefahr. Alarm. Ja, genau das. Na klasse, Don fahren, ey. Okay, dann fahren wir jetzt noch kalt und dann ist Sense für heute. Boah, das wäre ein Boden-Pokémon, das würde ich mir gefallen lassen. Donphan? Ja. So, easy. Donphan tot. Das heißt, wir können Schluss machen für heute. Ne, ich bin auch noch im Kampf drin. Ach, Tim, mach mal hin. Ja, Digga, ist gerade nicht so leicht für mich, ja? Tim hat's gerade nicht so leicht. Ich hab's gerade nicht so leicht. Da hat der Tim ja ein schweres Leben heute aktuell. Ah, das tut mir leid, Tim. Halt's mal. So, sag mal Bescheid, wenn du fertig bist. Also ihr seht, das Race wird schwieriger als gedacht. Ne? Wir haben schon ein ganz gutes Team, aber nachher war hätte sowas, ein ganz gutes Team. Wenn halt mal sowas kommt wie Tropius, ne? Oder bei mir ein Fulipurba, wo halt das ganze Team dagegen weak ist und man keine Antwort darauf hat, ist schon schlimm. Deswegen wird es Zeit, dass sich einiges entwickelt. Und dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Auswahl an Typen bekommen. So ein Vor-Pokémon wäre schon ziemlich cool, würde mir schon sehr gefallen. Mal schauen. Ja. Da würde ich selbst Kamerup ins Team mitnehmen. Oder Panferno. Das ist halt nicht so einfach. Sterben wie Tim. Gegen was kämpfst du denn gerade, Tim? Gegen ein Ledian, aber mein Banet ist halt schon im roten Bereich, weil der Superschall. Ah, endlich. Dein Banet ist Kotzgrenze, meinst du? Ja, nee, Ledian kann halt Banet nicht treffen, außer halt mit Superschall. Ah. So, und jetzt musste ich halt bin ein bisschen rumgeswitcht und so und hab's mit meinem eigenen Ledian gesuperschallt. Bin dann wieder in Banet rein und jetzt können wir Ende machen. Okay, würde ich sagen, du warst das von uns für heute. Wir sehen uns dann am Mittwoch bei Tim auf dem Kanal. Lasst ein Like da. Bis dahin. Haut rein. Und ciao. Ciao. Hätte der mit 4 Giftstacheln 2 Vergiftung. Ja. Natürlich. Dreckiger Hurensohn.